Ja, wir sind jetzt hier im Clubraum in Oberhausen und hier sind wir schon die ersten Spieler aufstellen. Ich gehe jetzt gleich mal die Tische durch und werde euch mal zeigen, wie die erste Runde so verlaufen wird. Nachher haben wir noch ein paar Spielerinterviews und ja, werde ich euch jetzt mal die Spieltische zeigen. So, hier haben wir den ersten Spielertisch. Hier sehen wir einen schönen Turm von Saruma, schön schwarz gemalt. Gehört aber noch nicht zum Spiel, ist einfach nur zur präsentablen Darstellung da. Hier haben wir noch einen Spieltisch, das ist die Tischnummer 4, wenn wir es sehen, genau. Ein paar kleine Steinhügel haben wir hier, mit einem Hügel für ja, bestimmte Szenarien benutzt werden. Und dann haben wir hier so ein bisschen aufgerissene Bohren mit Lava. Also ähnelt sehr Mordor. Nehmt die Anhöhe mit meinen Hobbits und Werners Goblins. Und ja, wir sind noch nicht angefangen. Das behauptet der Timo nur. Und Olli hat gerade die Salzstangen geschmissen hier. Die ersten Verluste. Okay. Kollateraler Salzstangen. Ja. Was haben wir hier für Spielfeld? Wir haben die Wetterspitze in der Mitte, wir haben ein Feld, ein paar einzelne Bäume, wir haben zwei einzelne Hügel und zwei Sümpfe. Wir haben uns geeinigt, dass wir die Sümpfe und das Feld als schwieriges Gelände handhaben und man sonst überklettern kann. Ja, sonst ist es sehr flach, ne? Ja, ziemlich. Also. Ja, dann viel Spaß der Aufstellung. Erstes Spiel, wir spielen ja oben den Hügel, ich spiele in der Marcel. Servus Marcel. Hallo. Servus. Wir haben zwei Armeen auf dem Spielfeld, klarerweise. Bombard und End gegen plus Gimli und Unterstützung. Ich habe meine im Internet vorgestellte Gondo-Armee dabei und wir sind gerade mit der Bewegungsphase fertig. Und ich denke mal, der Daniel kommt sicher nachher nochmal vorbei, wenn wir uns gegenseitig verprügelt haben. Ist das der End oder das? Wir haben schon festgestellt, er hat eine Sonderfähigkeit Baum aktivieren und hat noch 3 zusätzliche Ends. 3 zusätzliche Ends, ja, das wird schwer. Ich hatte den extra grau gelassen, weil ich dachte, dann hebt er sich etwas mehr von den Spielfeldbäumen ab. Leider nicht. Wir können tauschen. Okay, bis später. Ja. Deswegen, willkommen zum Spiel Mordor gegen was auch immer Mordor platt macht. Ich nehme mir nie Zeit, die gegnerischen Armeelisten zu studieren. Auf jeden Fall schneit es auf der Seite nicht, habe ich festgestellt. Genau, auf der Seite hat es geschneit. Elben mögen da drüber laufen, Zwerge müssen dummerweise durch den Schnee. Ja, das hat 5 Zoll Bewegung, das ist ärgerlich. Genau. Das heißt, ich werde mit meinen 6 Fuß, 6 Zoll den komparativen Vorteil haben und mit meinen Nazgul einfach mal alles lähmen, niederhauen, wegwerfen. Okay. Kommen wir natürlich schon mal wieder, dann bin ich damit fertig. Das heißt, die erste Angriffsphase hier. Wie ist das Spielfeld so aufgebaut? Das Spielfeld ist vom Turnierleitung, ich würde mal sagen, so durch Zufallprinzip, so durch. Wirf mal ein paar vermutlich haben die ein paar Würfel hingeworfen. Dann da Würfel. Ist denn irgendwo schwieriges Gelände? Hier, oder? Das ist nur dieses hier. Das haben wir als unpassierbar deklariert. Ah, unpassierbar, okay. Weil es kein Schnee drauf kann. Das wäre leider nicht. Ja, okay. Und das wohl auch nicht. Ja, die erste Bewegungsphase hat Zwergenspieler schon durchgeführt. Jetzt bin ich noch daran zu gucken, was ich hier noch retten kann. Okay. Würde jetzt mit meinem Nazgul irgendwas angreifen, einfach nur um mal was durch die Linie zu werfen. Am besten mal so schießen. Gut, dann sehen wir uns später nochmal, ne? Viel Spaß. Also es ist relativ ausgeglichen, keiner hat jetzt so den klaren Vorteil. Wir haben hier in der Mitte den Hügel, für nehmt die Anhöhe. Er ist ein bisschen hoch, das wird doch spannend. Hier haben wir noch einen Hügel. Die sind beide halt natürlich erkletterbar. Wir haben hier ein Feld, schwieriges Gelände. Okay. Und haben noch ein bisschen einzelne Bäume, aber die werden wahrscheinlich nicht so den großen Wert spielen. Ne, stehen sehr außen. Ja. Sonst habt ihr nichts Spezielles hier? Ne, sonst nicht. Und seid gerade eine Aufstellung, ne? Genau. Ja, dann viel Spaß. Danke. Unser Tisch ist eigentlich relativ spärlich mit Gelände besiedelt. Als schwieriges Gelände haben wir nur hier hinten den Hügel. Ansonsten haben wir hier in der Mitte noch die Anhöhe, die wir erobern müssen. Hier ein paar Ruinen. Und die paar vereinzelten Bäume, aber an sich ein relativ offenes Feld. Okay. Freuen sich die Reiter. Welche Phase seid ihr schon? Ich glaube in der zweiten Runde jetzt, in der Schlussphase. Ja, ah, okay. Ja, viel Spaß noch. Ja, was soll ich großartig sagen? Wir nehmen halt nehmen die Anhöhe, wir haben einen Hügel in der Mitte, den wir am Ende erobern müssen. Was haben wir noch für Elemente?
Ja, hier an der Seite haben wir ein paar Ruinenstücke und da drüben haben wir ein Kornfeld, das schwieriges Gelände darstellt. Okay. In welcher Phase seid ihr mittlerweile? Ich glaube irgendwie. Haben die Eisenwaffen versunden? Also es wird langsam warm, die Nahkämpfe kommen langsam zustande. Wir begegnen uns hier auf dem Spielfeld. Der Hügel stört meine Armbrustschützen ein bisschen. Mhm. Ja, also bleibt spannend. Ja. Ja, mein Troll ist gerade gestorben, wurde von Wurfdolchen gemeuchelt. Das ist übel. Der Esther hat seinen Wurfdolch geschleudert und den Troll unglücklich ins Herz oder in den Hals oder unter den Helm oder sonst wohin getroffen, sodass er umgefallen ist. Genial. Na gut, dann wünsche ich noch viel Erfolg.